Und weiter geht's mit der Kampagne von Johanna, der, wer weiß wie lange noch, Jungfrau von Orléans. Und ja, wir fahren fort mit Mission 4, der Aufstieg. Orléans, 25. Juni. Das schon fast tote Frankreich kehrt wieder zu den Lebenden zurück. Unser Heer ist voller neuer Rekruten. Früher haben die Menschen nur ihrem jeweiligen Herrn die Lehnstreue geschworen. Nun kämpfen wir nicht mehr für unverfrorene Herrschaften, sondern für Frankreich. Und Frankreich, das ist für uns Johanna. Da sind wir uns alle einig. Der Dauphin ist in Orléans eingetroffen. Noch nie habe ich solch ein Feier miterlebt. Frankreich braucht einen König. Und daher müssen wir den Dauphin nach Reims begleiten, wo er rechtmäßig gekrönt werden kann. Die Stadt Reims wird immer noch vom englisch-burgundischen Heer gefährlich bedroht. Auch die Städte Troyes und Chalon versperren den Weg. Johanna befiehlt uns, alle drei Städte noch vor der Krönung zu befreien, und wir gehen eifrig ans Werk. Noch vor der Krönung? Heißt das, wir haben ein Zeitlimit? Oh, nö. Wir starten alle bei Null? Oder ist es jetzt... Na gut, es kann auch sein, dass es noch gar keine Punkte gibt, jetzt, bevor es losgeht. Na schön, reisen Sie westwärts, um dem französischen Ort mit Verstärkung zu Hilfe zu kommen. Vorsicht vor Widerstand entlang des Weges. Johanna muss überleben. Ja, wir haben gehört, Johanna ist Frankreich. Ich wusste immer, dass Frankreich eine Frau ist. Aber gut, Hinweise. Entschuldigung, die habe ich bis jetzt immer übersehen. Jetzt wurde ich so oft darauf hingewiesen, auf die Hinweise hingewiesen. Die lesen wir auf jeden Fall auch noch. Den Schiff unter Kontrolle zu bekommen, ist vielleicht keine so schlechte Strategie. keine schlechte Strategie. Doch verschwenden Sie Ihre Rohstoffe nicht unnötigerweise für Schiffe. Okay. Chalons ist der nächstliegende und verwundbarste der drei englisch besetzten Ortschaften. Dort frühzeitig ein Exempel zu statuieren, könnte Ihnen sogar langfristig Vorteile zu bringen. Okay, Chalons müssen wir uns mal merken. Chalons ist grün. Von wegen Schiffe, nicht unnötigerweise für Schiffe, aber trotzdem früh ist nicht schlecht, okay. Denken Sie an Ihre Ziele. Es ist nicht nötig, die Städte zu schleifen. Die Engländer sollen nur zum Rückzug gezwungen werden. Okay, Schotten Sie... Was haben die Schotten jetzt damit zu tun? Schotten Sie alle seichten Gewässer ab, um Eindringlinge aufzuhalten. Okay, wunderbar. Dann wissen wir Bescheid. Zelte, ist das nicht toll. Okay, die Grünen. Die Grünen sollen wir als erstes angreifen. Wunderbar. Sollte sich unsere Politik mal ein Beispiel dran nehmen. So reitet geschwind. Meine Lasagnenreiter. Beziehungsweise Salamireiter. Hallöchen, das ist rot. Will ich rot? Ich glaube nicht. Johanna? Wir haben auch Mönche dabei. Wir haben Mönche dabei. Ja, den Speer brauche ich nicht unbedingt. Die hätte ich schon lieber. Kommt mal her und ihr bekehrt mir ein. Und am besten ohne drauf zu gehen. Alter. Nö. Ei, was geht denn hier ab? Leute. Bisschen Ordnung bitte. Nach Möglichkeit. Bisschen. Klein wenig. Minimal. Ein paar Zentimeter. Vorsicht. Nicht unnötig Verluste. Jau. Natürlich nicht. Zurück, bitte. Heile, heile, Sonnenschein. So, wir wollen, dass Grün vor uns zuerst kapituliert. Uns wurde es zumindest empfohlen, dass wir mit Grün anfangen. Erstmal müssen wir Grün finden, würde ich sagen. Du gehst mal da hoch. Ihr hört mal auf zu verfolgen. Ich muss euch mal alle wieder passiv stellen. Kommt mal her. Kommt mal alle her. Ihr seid mir jetzt alle mal defensiv. Oh yeah. Passiv, oh yeah. Ich finde das oh yeah einfach so hammer. Jawohl. Das Pferd hat auch gerade oh yeah gesagt. Das war auf Pferdisch. Ja, Pferdisch. So, wir speichern einfach mal, weil wir haben eine Schlacht gewonnen und so. Ihr seid zwar die letzten beiden, die vom Angriff übrig sind, aber schön, dass ihr es auch mal bemerkt habt.
Hast du den Fluss überquert? Oh nein. Grün, wo bist du? Bist du oben? Britische Wachen besiegt. Das waren alle Roten? Okay, dann müssen wir jetzt Bescheid. Dann haben wir bloß noch die drei Städte, wie es aussieht. Aus denen wir die Engländer vertreiben müssen. Und hier ist wohl grün. Verstehe. So ist das. Hallöchen. Geh mal bitte weg. Zu freundlich. Mop, 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 mop. Mop, 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 mop. Hier ist nur der Wachturm. Dann kümmert sich mal Joanna drum. Weil da ist auch Gold. Das müssen wir uns mal vormerken. Es ist toll, dass hier Gold ist. Also das feiere ich total. Hier wird mal weiter geheilt. Wunderbar. Ich würde mal gerne wissen, was hier so alles abgeht. Gott, bis Joanna den Turm kaputt hat. Was hast denn du für ein Schwert? Das ist doch Schrott, wenn es nicht durch Türme durch kann. Wie war das nochmal? Vor allem zu Stronghold habe ich mir das immer irgendwie so vorgestellt. Könnte man mal echt so einen Comic machen. So einen richtigen lustigen Comic im Sinne von, wie jetzt alle auf der Mauer stehen und da kommen die Gegner angestürmt, nur mit so Schwertern und Nahkampfwaffen. Und irgendwie lacht der Kommandant so. Was wollen die denn gegen unsere Mauern mit den Schwertern anrichten? Aber mein Lord, wir sind doch in Stronghold. So kurze Pause. Ach du Scheiße, alle weg hier! Verlass das Torhaus runter von den Türmen. wunderbar. Ja, ihr sollt mal weiter erkunden. Ach ne, Junge, du sollst doch erkunden. Am besten ihr erkundet mal Richtung links. Du erkundest Richtung unten. Ist hier echt nichts? So wenig? Hier sind nur ein paar Türme, das war's. Aber ansonsten wirklich nichts? Dann könnte sich eigentlich mal die Ritter jetzt tatsächlich um die Türme kümmern. Noch zusätzlich. Aber hier muss doch irgendwo was sein. Wir sollen euch dabei helfen, euer Militärlager aufzubauen. Hi. Wie geht's? Multitasking. Komm, mach mal die Zelte kaputt. Ist mir jetzt eigentlich egal. Ja, wunderbar. Wir sollen aufbauen, Militärlager. Wir haben hier Stein, hier Gold. Hier haben wir ein paar Beeren für den Anfang. Das ist auch klasse. Da unten ist Holz. Holz. Johanna hat es bald geschafft. Wunderbar. Hier kommt noch einer dahin. Dann besetzen wir mal das erste Holz. Unten haben wir schon Holzfällerlager. Ja, wunderbar. So, gucken wir mal weiter. Erstmal die ganzen Türme kaputt machen, dass wir uns diese gesamte Seite sichern am besten. Also ich würde gerne das gesamte Gebiet südlich vom Fluss für mich beanspruchen. Oh yeah. Ihr habt ihn gehört. So, hier noch schleifen bitte. Hi. Langbogenschützen. Reims. Ja, alles, was ich reims, ist, wie wir alle wissen, ganz gut. Schubka. Och Mann, ich möchte gerne endlich mal Upgrades machen. So. Bücherwurm. Ja. Ich bin kein Bücherwurm, tut mir leid. Aber ja, wie es aussieht, haben wir tatsächlich die gesamte Seite südlich des Flusses für uns. Um Schabernack zu treiben. Aber wo sind jetzt die Grünen, die wir uns als erstes vorknüpfen wollten? Na? Frau, du gehst mal mit an die Bären. Stück für Stück. Die Schafe sollen auch mal alle angetanzt kommen. Das hätten wir jetzt auch. Und da ist noch ein Turm. Ah, was hier alles an Ressourcen herumlungert. Das müssen wir uns wirklich alles holen. Dann müssen wir gucken, dass wir die Flusszufuhrten... Ja, besser gesagt, einfach die Furten verteidigen. Und natürlich noch gegen Schiffe abgesichert sind. Dann dürfte eigentlich soweit alles paletti sein. Hi.
Joanna. Jawohl, ihr könnt auch aushelfen. Da haben wir noch mehr Bären. Also ich glaube, verhungern werden wir hier nicht. Und Ressourcenmangel haben. Da geht's uns, glaube ich, ganz gut. Du machst mal Schaf. Du kümmerst dich mal um die Schafe. Ein paar Minuten nicht hinsehen, wieder hingucken. Was zum Teufel machst du da? Ja, genau. Wie war es nochmal? Warum haben Schafe rote Augen? So ganz klar, damit sie sich besser in Kirschbäumen verstecken können. Moment mal. Ich habe doch noch niemals einen Schaf in einem Kirschbaum gesehen. Ja, da schau mal her. Der Witz war auch so dämlich, ey. Ich weiß gar nicht, ob haben Schafe überhaupt rote Augen? Ich weiß gar nicht, wo ich den Witz überhaupt her habe. Ich habe schon mal ein echtes Schaf gesehen, so ist es nicht, aber es ist lange her. Jetzt muss ich echt nachdenken. Aber ich glaube, es gibt einige Schafe, die rote Augen haben. Meine Ziele haben sich geändert. Töten Sie die Jungfrau, bitte, was? Von Orléans. Ja, wir sollen bloß das Dorfzentrum zerstören. Und wir haben den ganzen Süden für uns. Ist das nicht schön? Ab in den Süden. Den Ressourcen hinterher. Mehr Nahrung, bitte. So, jetzt machen wir mal richtig schöne Wirtschaft. Ja, das ist im Hintergrund, was ihr hört, ist das arme Schaf. Als ich sagte, ihr seid lieb zu den Schafen, meinte ich das doch nicht so direkt. Liebe, Liebe. Da habt ihr's. Da habt ihr's. Die ganzen Lager. Bitte mal upgraden. Oh, immer diese Nahrung, ey. Na komm, ein paar mehr Dorfbewohner sind gut. Ich muss dann auch bald mal anfangen, Häuser aufzubauen. Das mache ich mit dem nächsten Dorfbewohner. Haha. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater auf seinem Kind. Nein. Verflucht. Nein. Spontaneinfall. Spontaneinfall mit Kopfkino. Raus. Nein, das hat hier nichts zu suchen. Oh, fuck. Map, 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 map. Ich glaube, ich könnte echt mal einen Hafen aufbauen bei Zeiten. Du baust mir Häuser. Ganz viele tolle Ferienhütten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soll erstmal reichen. Du, Frau, 6 da hinten. Tolle Auftragskette, oder? Du, Frau, 6 da hinten. Aber hey, Auftrag ist raus. Was ihr damit anstellt mit der Info, ist ihre Sache. Was ich jetzt aber gerne noch hätte, ja, Holzfäller haut erstmal noch so hin. Ich muss sowieso mir angewöhnen, mehr Holzfällerlager, an sich mehr Lager zu errichten. Vor allem näher an den Bäumen ran. Wurde mir jetzt öfters mal gesagt, ich glaube, es ist keine schlechte Idee, drauf zu hören. Angriff! Angriff? What? Ich glaube, ich muss mal kurz runter. Irgendjemand will mich angreifen. Das gefällt mir nicht. Machen wir mal die ersten Militärgebäude. Was ist denn nun los? Oh nö. Da hat jemand Salami am Spieß bestellt. Oh, haben. Haben. Boah, fuck, Feuer. Ich hasse Feuer. Ja komm, dann nimm ein. Ach, du Heiliger. Ach, du lieber Gott. Komm, mach die Dinger weg. Was macht denn ihr da? Ich würde gerne fragen, was in aller Welt hat euch geritten, aber schlechter Kontext. Hier ist jetzt fertig. Schafe reichen noch ein ganz kleines bisschen. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich baue hier unten noch eine weitere Mühle. Mühle, 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 Mühle. Mühle, 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 Mühle. Aber ich kann auch schon mal mit den ersten Feldern anfangen. Nee. Na, komm, egal, mache ich so. Schmiege ich es so gut es geht an die Mühle ran. So. Dann hier weiter. Dann hätte ich hier gerne noch ein Feld. Ich hätte eigentlich die Kaserne nicht so nah ranbauen dürfen, aber es haut schon so hin. Ich bin glücklich so.
Miau. 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 Ich mag diesen Abschnitt der Musik irgendwie. Ich fühle mich echt so an Command & Conquer erinnert, ich weiß nicht. Jetzt natürlich nicht mehr. Also wenn ihr diesen Abschnitt der Musik mal in Command & Conquer hört, dann sind wir irgendwo falsch. Nein. Aus. Junge. Denkt nicht mal dran. Brav. Oh, mehr Dorfbewohner. An sich mal ein bisschen mehr Konzentration jetzt mal. Burg können wir sogar schon bauen. Ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, hier mit einer Burg abzusichern. Das haben wir bald weg. Ihr macht schon Bären. Das ist klasse. Warum? Ja, warum? Leute. Universität. Keine schlechte Idee. Wir wollen ja noch Technologie haben für unsere tollen Gebäude, die wir bauen. Hier, wo mache ich die Burg hin? Am besten, glaube ich, da drüben. Da drüben? So in etwa. Weil hier hätte ich vielleicht gerne noch eine zweite. Zwei Burgen zur Verteidigung. Ja, sind besser als eine Burg zur Verteidigung. Ja, ich weiß, danke. Nobelpreis bitte an meine im Impressum aufgeführte Adresse. Es sind, glaube ich, nur zwei Furten. Es sind tatsächlich nur zwei Furten. Ansonsten können sie nur mit Schiffen rüberkommen. Ansonsten können sie nur schiffen. Mann, diese Briten, ey. Wir brauchen sowieso mal mehr Holz langsam. Euch habe ich mit da hochgeschickt. Ihr macht ebenfalls mit beim Holz. Reims zum Imperialzeit. Zur Imperialzeit. Können wir das auch? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Aber das. Ich bin gerade am Überlegen. Pfeil-Upgrades. Nee, stimmt. Das war ganz normal die in der Schmiede. Die will ich auch machen. Richtig. Na kommt, macht mal mit hier. Ich möchte die Burg endlich fertig haben. Und dann bei euch auf jeden Fall zwei Burgen noch da drüben hin. Dann sind wir soweit erstmal... Ja, gesichert, würde ich sagen. Ja, Tatsache, wir können höher voranschreiten. Und das ist wunderbar. Die Handkanzen sind auf jeden Fall auch wichtig. Oh nö! Ach stimmt, da hinten kamen ja mal Pikiniere. Geht mal alle zurück, bitte. Und das ist eine schlechte Idee, sich mit meinen. Wenn sich meine Ritter mit den Pikinieren anlegen. Aber ich hätte gerne selbst welche. Von daher kommt mal bitte her. Kommt mal bitte auf meine Seite. Wir haben Kekschen. Ganz viele Kekschen. Nein, Ritter, ihr kämpft nicht. Boah, fuck, nehmen die Schaden. Ja, super. Gerade bekehrt und schon gleich wieder Löffel abgeht. Ach, Mist, jetzt ist das Pferd schon umgefallen. So. Okay. Oh, ey. Okay, jetzt reicht's. Ich glaube, Ambusschützen sind effektiv gegen die Jungs. Ein paar werden dann gleich noch bekehrt. Brauchen halt noch ein bisschen. Brauchten sie 75%? Och, nö. So, da wären wir wieder. Und im Gegensatz zu Johanna bin ich jetzt keine Jungfrau mehr. Zumindest was Abstürze in Age of Empires 2 angeht. Ja, mein erster Absturz. Wunderbar. Und ja, unser letzter Spielstand, den wir hatten. Besser gesagt, mein letzter Spielstand war, als wir gerade beim englischen Lager waren. Ihr könnt euch erinnern, als wir gespeichert haben. Das heißt, ich habe das jetzt alles nochmal nachgespielt. So 10, 15 Minuten. Und ja, ich hab's versucht, so detailgetreu wie möglich nachzubauen, wie ich's hatte. Alles wieder kaputt gemacht, die beiden Angriffe abgewehrt. Also diesmal, der andere Angriff mit dem Pikinieren kam von rechts. Ich habe ihn gleich hier abgewehrt und mit der Burg den Angriff dort oben. Hat soweit funktioniert. Hey, wenn man weiß, was passiert, das ist viel einfacher, wisst ihr das? Und ja, Schubkarren habe ich noch nicht entwickelt. Ich muss jetzt auf jeden Fall mehr speichern, das tut richtig weh. Schubkarren können wir später machen, ich brauche mal mehr Dorfbewohner. Ganz so viele Felder habe ich jetzt auch noch nicht aufgebaut, aber ansonsten dürfte die Forschung ähnlich sein. Ballistik hätte ich auch gerne. Genau wie den Botkin-Pfeil. Ja, den können wir uns eigentlich ganz gut leisten. Machen wir mal. Machen wir mal. Im Übrigen habe ich was von der netten Truppenkombination gehört. Boah, hau bloß ab, ey. Joanna, du räumst mal da unten aus. Auf.
bei allen, die hier vorbeikommen. Das war auch was Cooles, leider habe ich da nicht aufgenommen. Ich habe hier schön die Schafe gesammelt und auf einmal kam der feindliche Speer vorbeigeritten, hat die ganzen Schafe gemopst und die Schafe abgehauen. Müsste ich mir erstmal wieder zurückholen. Das war was. Wahrscheinlich ist wegen so einem Scheiß der hundertjährige Krieg überhaupt ausgebrochen. Gib die Schafe zurück. Ihr könnt jetzt da... Hi. Der will was von dir, Johanna. Gib ihm mal eine Abfuhr. Gib ihm einen Korb. Noch einer mehr zum Holz, bitte. Du gehst mal mit zum Gold. Okay. Hier wird mal weiter aufgebaut, was das angeht. Das soll erstmal reichen. Einmal Feld außenrum reicht normalerweise meistens aus. Schubkarren. Man würde gesagt, so 1,5 Holzfällerlager Größe sollte Entfernung zwischen den Bäumen sein. Das heißt, wir sollten schon fast überlegen, hier nochmal nachzubauen. Und wenn ich nachbaue, würde ich es so taktisch machen, dass ich vielleicht hier hinsetze. Dann sind wir direkt zwischen diesen beiden Wäldern. Obwohl, ich glaube, so viel kosten die Holzfällerlager nicht. Ich kann es auch einfach mal direkt da unten reinpflanzen oder so. 100 Holz, das kriegen wir ruckzuck wieder rein. Gut, die Bäume sind hier endlich. Die wachsen nicht nach, aber... Hi! Leute, habt ihr mir echt einen Stall vor die Tür gesetzt? Ich glaub's ja wohl nicht, ey. What the fuck? Ein Ballistiker, denn hier. Ich hätte jetzt aber gern Ballistik. Ich will. Ja, da kommt der nächste Ritter raus. Johanna, hau mal ab. Es tut langsam weh. Ich weiß aber, was wir dagegen gut tun könnten. Ich soll sowieso mal Pikiniere bauen demnächst. Hier brauchen wir unsere Ritterstelle. Hi. Die da oben kommen sowieso immer mit Pikinieren. Kommt mir so in den Sinn. Wir haben hauptsächlich Pikiniere und Kavallerie, ja. Das heißt, wir sollten hier tatsächlich mit Schwertkämpfern und Pikinieren kontern. Schwertkämpfer gegen die Pikiniere und Pikiniere gegen die Ritter. Da holen wir uns den. Ihr habt eine komische Marschformation, wisst ihr das? Überhaupt so komischen Laufschritt drauf. Ja. Na, lass doch meine Armbrust schützen. Die wollen doch auch nur Spannung verbreiten und so. Hey, das tut langsam richtig weh. Kaum sind die Ritter weg, ist hier... Hölle los. Wo sind meine Ritter eigentlich hin, Leute? Heiliger Verluste. Ihr... Kommt mal runter und macht die kaputt. Bitte. Ich habe auch bitte gesagt. Ich würde ja gerne... Vielleicht nehmen wir doch mal ein paar Axtwerfer. So schlecht finde ich die Idee nicht. Johanna ist noch hier. Es ist nicht schlecht, hier einen Nahkämpfer zu haben, falls wir der Rammböcke angekommen. Angekommen. Mit der Rammböcke ankommen. Oh, ein Herr's Rammböck, wie originär. Und selbst dann Armee aus Rammböcken schicken die Engländer, ey. Wahrscheinlich fanden sie das wirklich so originell, dass sie sich gedacht haben, hey, die ist gut, das machen wir morgen gleich mal. Ihr seid mir zu viele. Ihr macht hier noch mit. Steht hier noch? Na gut, ich kann es auch einfach mal so machen. So. Ich würde mal sagen, hier ist es jetzt mal Zeit, ein neues Holzfällerlager zu errichten. Wenn wir das alte abreißen, bekommen wir kein Holz zurück, oder? Na gut. Ganz ehrlich, so geizen sollten wir jetzt auch nicht. Ey, am Laufen, wann kommen hier Ritter raus? Gut, dafür ist ein Stallloch da. Aber trotzdem, muss ja nichts sein. So. Haben wir unseren Dorfbewohner mit darüber geschickt? Ich würde nämlich hier auch gerne eine Burg bauen. Das würde ich echt gerne, also würde mich glücklich machen. Und zwar links und rechts eine. Links und rechts. So eine etwa.